Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem RS4 Limo Zusammenbau. So langsam rennt auch die Zeit und genau deswegen holen wir heute ein weiteres wichtiges Schlüsselteil ab, und zwar die Kardanwelle. Dadurch, dass wir das neue Diff verbaut haben, welches deutlich kürzer ist, musste die Kardanwelle natürlich deutlich länger werden. Die einfachste Variante wäre einfach gewesen, schnipp, schnapp, ab, eine Hülse drehen, verlängern, verschweißen, wuchten und fertig. Nee, dann hat der liebe Daniel mir seinen Studiumskumpel vorgestellt, den David, Firma Lightweight Construction. Und wir haben eine Carbon-Kardanwelle gebaut. Das klingt jetzt erstmal so, Carbon-Kardanwelle, das kann niemals funktionieren, das muss kaputt geben. Ich selber bin auch noch ein bisschen skeptisch. Aber David arbeitet bei der Firma HWA. HWA baut die Rennautos für AMG, also eine eigene Firmierung außerhalb von Mercedes und AMG vom Konzern, die wirklich den Kundensport betreibt und Rennautos baut. Kurzfassung. Und mir ist eine Ehre, dass wir diese Kardanwelle tatsächlich bei denen auf dem Prüfstand sogar testen dürfen. Das heißt, wir gehen jetzt rein. Die Carbon-Kardanwelle ist fertig. David und Gordian sind am Start. Ich bin gespannt. Hält die Welle? Wie viel ist sie leichter? Wie sieht sie aus? Was steckt dahinter? Und kann ich am Ende mit einem guten Gewissen nach Hause fahren? Let's go. Also wir haben uns durch den Palast von HWA durchgeschlängelt, haben den passenden Raum gefunden. Gott sei Dank. David, Gordian, schön, dass ihr hier seid. Philipp, vielen Dank. Danke für dieses Projekt überhaupt. Ist mir eine unheimliche Ehre, dass wir wirklich in so einer Firma hier eine Kardanwelle bauen dürfen. Was ja einfach nicht selbstverständlich ist, muss man einfach so sagen. Ne? Absolut. Ich kann so viel schon mal verraten. Die beiden stellen sich gleich einmal ganz kurz vor, aber hier wird noch jede Menge mehr passieren. Deswegen nehmt das Ganze einfach mit und ihr werdet noch mehr sehen auf jeden Fall. Ja, Gordi, dann ja, ich fange gerne an. Mein Name ist Gordian von Schöning. Ich bin hier seit mit Unterbrechungen seit 2007 im Unternehmen in verschiedenen Positionen. Aktuell ist meine Aufgabe, die Entwicklung Gesamtfahrzeug zu leiten. Wir haben hier einen Entwicklungsbereich, der sehr aufgefächert ist. Also alle möglichen Themen rund um die Fahrzeugentwicklung kommen da zusammen. Und ja, freue mich, dass du bei uns zu Besuch bist und wir auch dieses Thema hier mit dir machen können. Das allerdings eigentlich ja ein Thema vom Powertrain ist, aber im Grunde der David, der hat da so ein Thema, und wir wollen das unbedingt unterstützen und deswegen können wir das hier auch so tun. Genau. Ich bin im Bereich von Gordian in der Composite Design Abteilung und das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Deswegen hat sich das auch aus dem Studium komplett herausentwickelt. Dazu kommen wir ja dann später, wie das Ganze mit den Kardanwellen entstanden ist. Ich habe mich selbstständig gemacht, um mir, sagen wir mal, das eine oder andere finanzieren zu können während meiner Studiumszeit. Und klar, das war natürlich auch eine Bewerbung für hier, Know-how mit reinzubringen. Und ja. Genau. Und wir wollen das halt schon auch irgendwie unterstützen, wenn Mitarbeiter so viel Passion für irgendwas haben. Das ist jetzt auch nicht irgendwas, was uns irgendwie Konkurrenz darstellt. Also ich denke, dass wir das dir jetzt nicht angeboten hätten, dir eine Kardanwelle zu entwickeln. Und deswegen ist das auch okay. Und das auch. Ihr wollt mich als Kunde gar nicht haben. Nein. Aber das ist halt einfach ja, ein ganz anderes Thema. Und wie gesagt, dann für uns ist wichtig, dass Mitarbeiter hier in der Firma irgendwie auch Möglichkeiten haben. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahme, dass wir jetzt hier auch so einen Testaufbau gemacht haben. David hat sich da in seiner Freizeit auch teilweise da so vorbereitet. Aber wir wollen das unterstützen und deswegen. Das heißt, ihr als HWA unterstützt tatsächlich Mitarbeiter, die nicht nur hier zum Arbeiten herkommen, sondern einfach eine Leidenschaft für diese Produkte aufbauen und einfach halt auch Bock zu haben, so ein Zeug zu bauen. Genau, also wenn ihr Interesse habt, geht mal auf die Homepage. Da gibt's, also wenn ich Werbung machen darf. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, wer hier arbeitet, muss schon so ein bisschen bekloppt sein. Also du musst hier Passion mitbringen. Das ist hier kein 9-to-5-Job. Und das würde ich auch sagen, dass das hier bei den meisten der Leuten auch so der Fall ist oder bei allen. Und das merkt man auch. Geil. Ja, also ich kann an der Stelle nur vielen Dank sagen. Ja. Auch, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Da kommen wir gleich drauf. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen, hoffentlich vielleicht, in dem Unternehmen ja noch ein bisschen umgucken später. Genau, das müssen wir sehen, was wir da alles zeigen können. Ja. Aber im Grunde, ja, wir werden dir natürlich schon das eine oder andere hier vorstellen. Und es wird leider so sein, dass wir nicht alles deinen Followern oder in Öffentlichkeit sozusagen präsentieren können, aber die Themen, die wir haben, die wollen wir gerne zeigen, weil da sind wir auch stolz drauf. In diesem Video geht es jetzt auf jeden Fall erstmal um Thema Carbon-Kardanwelle für Limo, Anfertigung. Ich freue mich drauf, ich sehe sie da hinten schon. Ich würde sagen, los geht's. Ne? Ja, oder? Danke. Let's go. Ja. Hi, freut mich. Philipp, hi. Max ist hier bei uns sozusagen in diesem Bereich der zuständige Techniker.
Das ist hier eine sehr aufwendige Thematik, also nicht nur die Vorrichtungen und die Aufbauten, sondern die Messtechnik auch. Man sagt das auch gerne so, wer viel misst. Und man kann hier mit irgendwelchen Ergebnissen rauslaufen. Und das Problem ist, Ergebnisse aus diesen Versuchen, die beeinflussen uns in der Entwicklung. Und wenn da hier irgendwie Blödsinn bei rauskommt, dann haben wir am Ende auch Blödsinn und einfach gesprochen. Jetzt haben wir es kurz vor 12. Wollen wir gleich loslegen und kurz Mittag machen? Ich würde sagen, wir machen Mittag. Gibt gutes Essen. Also von daher erstmal Mittag. Und dann frisch gestärkt. Daran. Machen wir mal eine Kaderwelle kaputt, würde ich sagen. Frisch gestärkt. War übrigens lecker. Gut, hat gepasst. Ja. So, jetzt erstmal zu euch beiden. Was genau macht ihr hier eigentlich? Genau. Wenn ihr nicht gerade für mich Carbon-Kaderwellen von der S4 Limo-Board. Ja, also ich kümmere mich eigentlich, sagen wir mal, hauptsächlich um Composite-Bauteile. Ich kümmere mich darum, sagen wir mal, wenn es neue Märkte gibt, neue Technologien im Composite-Bereich, dass man das guckt, ob man da irgendwie Komponenten implementieren kann mit so einer Fairness-Technologie, aber auch Konstruktion von Bauteilen. Also ist eine bunte Ingenieurs. Das heißt, es kann sein, dass Gordy morgen um die Ecke kommt und sagt, ey, wir brauchen einen Getriebehalter aus Carbon, das soll jetzt gehen. Genau, und dann, als Beispiel, und dann überlegt man sich, ob das dann geht oder nicht, genau, oder aber dann musst du dann halt überlegen, ja okay, gut, mit welcher Fairness-Technologie könntest du sowas machen, wie müsste so ein Bauteil aussehen, weil es gibt den Begriff Black Metal, ja, der kommt so ein bisschen aus dem Flugzeugbau, das ist da, daher kommt es, weil die einfach im Flugzeugbau Alu ersetzt haben durch CFK und genauso verarbeitet haben. Also man muss, wenn man sowas macht, muss man auch neue Fairness-Technologien implementieren und auch anders denken wie in Metall. Das heißt, der erste Schritt war wirklich einfach nur Metall durch Carbon zu ersetzen. Das ist aber die Basis, weil es eigentlich noch geiler geht, wenn man sich mit dem Werkstoff richtig auskennt. Genau. Ja. Hast du das studiert? Also welcher Studiengang ist das? In welche Richtung denn? Ich habe erst Bachelor Maschinenbau allgemein gemacht und dann im Master in Augsburg nochmal Leichtbau studiert und da halt einfach diese ganzen Themen nochmal vertieft. Gibt es echt einen Studiengang, der heißt Leichtbau? Ja, Leichtbau. Ja. Oh, mal zur Uni wieder. Ja, genau. Darf man die Masterarbeit gut. mittlerweile auch praktisch schreiben? Also muss ich das händisch aufschreiben oder kann ich auch was Leichtes bauen? Also ich habe in meiner Masterarbeit, das ist zum Beispiel eine neue Fairness-Technologie, die heißt FPP, also Fiber Patch Placement. Das ist ein automatisierter Fällungsprozess für Faserverbundwerkstoffe und da muss man sich so vorstellen, das ist wie, wenn man Tape nimmt und es abreißt und dann Stück für Stück aneinander kettet, dann versetzt und dann wieder oben wieder versetzt, so ein bisschen wie Lego, um das stabil zu bauen und darüber kann man dann, also ist alles mit Robotern und dann kann man so ein ganzes Bauteil bauen und da hatte ich mich in der Masterarbeit um die Dauerfestigkeiten gekümmert, also habe Proben erstellt, die Proben zerstört auf dem Pulser und so, also ich komme schon aus dieser Ecke Materialprüfung. Aus der Zerstörung. Aus der Zerstörung. Geil. Drauf, ja. So, und das, was er dann konstruiert hat, musst du dann hier einmal durchtesten. Ja, genau. Alles, was mit Drücken, verstanden. Ziehen und zum Beispiel auch Fehlerbilder nachstellen zu tun hat, dafür bin ich nicht zuständig. Weil HWA ist ja eigentlich, ich sag jetzt mal, die meisten werden es kennen aus dem Rennsport, DTM und so weiter. Was sind da so typische Sachen, was man da so testet? Also ich stelle mir das jetzt vor als Beispiel, gucken, ob ein Querlenker bricht, also ob der passend belastet wird oder in welche Bereiche geht das? Ja, auch so Dauerbelastungen, Fahrwerk, Querlenker, Torsionssteifigkeiten von Monocoques oder sowas, genau. Ach echt, ganze Monocoques auch? Ja, ganze Monocoques auch, ja. Ja genau, das kann man drüben auf unserer Versuchsplatte praktisch aufspannen. Und dann, im Prinzip ist es dann nichts anderes wie hier, man gibt eine Belastung drauf, misst die Verdrehung und aus dem Moment, was man drauf gibt und dem Winkel, den man rauskriegt, kriegt man dann die Torsionssteifigkeit. Ich habe in der Anmoderation von dem Video gesagt, dass wir am Ende die Torsionssteifigkeit von der Welle messen werden. Ja, ohne die zu zerstören. Ne? Ohne sie zu zerstören, das war richtig. Wir fangen mit den Basics an, beziehungsweise nochmal kurz zu der Frage, also ich war schon auf dem Hydraulikprüfstand und habe schon mal so eine Welle zerfetzt. Ne? Aber, ja. Das ist also nicht, das müssen wir auch noch kurz erklären, das ist nicht die allererste Carbon-Kaderwelle, die du jetzt baust, sondern du baust schon auch für andere Autos Welle. Genau. Was für ein Portfolio gibt es da mittlerweile? Also ich, BMW, da habe ich jetzt schon ein paar gebaut, aber ich habe jetzt zum Beispiel eine für einen Honda S2000, einen alten Toyota, so Bergrennfahrzeuge, ich habe Alpha Imola Transaxle was gebaut, also es ist so ein bisschen querbeet. Ich habe leider bis heute, ich hätte niemals gedacht, dass das überhaupt geht. Weil so gerade so dieses Viertelmeile fahren und so, was wir halt viel machen, ich weiß nicht, ich kenne das halt so, dass alles, was sich dreht, was ich immer ausgebaut habe, war immer krumm und lief nicht mehr gerade. Ja, ja. Deswegen hätte ich halt Angst, dass das Carbon einfach
Klack macht. Ja. Vielleicht kannst du mir erstmal erklären, wie gut oder schlecht dieser Werkstoff für die Kardanwelle überhaupt geeignet ist. Genau, also wir gehen mal Werkstoff Kardanwelle ein. Also ich meine, sagen wir mal, im Automobilbau ist es ja auch immer sehr kostengetrieben. Deswegen fallen eigentlich so Composite-Werkstoffe einfach direkt schon raus, einfach weil das geldtechnisch drin ist. Deswegen ist dann, sagen wir mal, der einzig sinnvolle Werkstoff ein Stahl, weil man den auch gut verarbeiten kann. Aluminium, also von Aluminiumwellen würde ich generell eigentlich die Finger weglassen, weil da der E-Modul einfach nicht so hoch genug ist, um damit sinnvollen Leichtbau zu betreiben. Das bedeutet, man müsste, um dieselbe Steifigkeit zu erlangen, wenn man jetzt von der Stahlwelle geht auf eine Aluminiumwelle, müsste man die so groß machen, dass man einfach keinen Bauraum mehr hat. Mhm. Richtig, ne? Mhm. Deswegen, also der Werkstoff ist schon wichtig und die sinnvollen Werkstoffe sind entweder Stahl oder eine CFK-Welle. Sympathisch. Genau. Titan? Ja. Nicht, weil E-Modul auch zu wenig. Genau, der E-Modul von Titan ist dann halt auch wieder die Hälfte vom Stahl und Titan ist halt einfach extrem teuer, deswegen macht es dann. Kannst du den Zuschauern mit einem Satz das E-Modul erklären? Ja, genau. Das ist, also wenn man so sich, ganz einfach. Ja, man guckt sich das Spannungs-Dehnungs-Diagramm an und das ist die Steigung zwischen der Spannung und der Dehnung vom Material. Okay. Es gibt dann, genau, das gibt den E-Modul an. Das heißt eigentlich für einen Laien erklärt mehr oder weniger, wie stark das Material federt. Ja, genau. Ja, das ist so praktisch, sagen wir mal, wie so eine Federkonstante. Also diese ganzen Zusammenhänge aus Spannung, Dehnung und E-Modul, das ist beschrieben im Hookeschen Gesetz. Das bedeutet, Spannung ist gleich E-Modul mal Dehnung und damit kann man sich alles umrechnen. Auch später wichtig, sagen wir mal, wenn man Berechnungen macht, gerade wie wenn wir dann später mal zu dem Flansch kommen, da kommen diese ganzen Gesetze dann auch ins Spiel. Ja. Und das heißt, wenn man es richtig macht, ist es tatsächlich so, dass eine Kohlefaserkardanwelle leichter und stabiler auch ist? Genau. Ja. Sehen wir ja gleich mal auf dem Prüfstand. Jetzt ist es ja so, wir vergleichen jetzt halt die Serienwelle mit deiner Welle, die aber nochmal länger ist. Also im Prinzip, wenn die nochmal kürzer ist, das wird man auch nochmal sehen, dann wäre die nochmal steifer. Die Originalwelle machen wir auch drauf? Ja, genau. Die drehen wir gleich. Ja, klar, wir machen jetzt hier mal gleich den vollen Vergleich, dass man auch mal den Unterschied zwischen Stahl und CFK sieht. Ne? Deswegen haben wir dann hier auch Adapter gemacht, damit wir es gleich auf dem Prüfstand festmachen können und so weiter. Genau. Also, richtige Sendung mit der Maus hier wieder heute. Ja, genau. Also wir hatten ja bei mir folgendes Problem, also was heißt Problem? Original ist die Welle mit so einem Zwischengelenk. Warum ist das so? Du hast zum Beispiel, um gewisse kritischen Drehzahlen abfangen zu können, brauchst du einfach auch Mittellager und so weiter. Und solche Teile sind dann halt auch meistens gemacht, wenn es irgendwelche Facette gibt, Toleranzausgleich und so weiter und so fort. Also gibt es ein paar Gründe. Da können wir jetzt aber darauf verzichten, aber? Genau, also du hast ja, wir haben ja, sagen wir mal, von deinem Motor, da haben wir ja, wissen wir, wo der sitzt und so. Und das ist in dem Toleranzfenster, wo das. Hoffen wir einfach mal. Genau. Sonst müssen wir nochmal bei. Ja. Weil das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Es gibt nämlich bei Autos verschiedene Auslegungen von den Kardanwellen auch. Ich zum Beispiel habe eine 4/11er Achsübersetzung. Das heißt, die Kardanwelle dreht 4,1 mal so schnell, wie eigentlich die Antriebswellen drehen. Ja. Jetzt gibt es aber auch Autos, weiß ich zum Beispiel, die ganzen 4Motion, die VWs. Mhm. Da ist es teilweise so, dass du eine Achsübersetzung von 1,8 oder 2 hast. Das heißt, du hast viel, viel weniger Drehzahl auf der Kardanwelle, aber ein viel höheres Drehmoment. Genau. Welche Art von Welle würdest du lieber auslegen, so wie sie jetzt bei mir ist, oder die, wo mehr Drehmoment drauf ist? Das ist eigentlich egal, weil es kommt dann drauf an, was für Fasern ich brauche, beziehungsweise wie ich die Fasern lege. Es gibt gewisse Fasern, die gewisse Sachen abfangen. Also zum Beispiel, ich brauche 0 Grad, um eine gewisse Biegesteifigkeit zu kriegen für hohe Drehzahlen. Also wenn ich eine Welle auslege, die eine hohe oder einen Motor habe, der eine hohe Drehzahl hat, muss ich auf jeden Fall in meiner Welle berücksichtigen, dass die viel 0 Grad Lagen hat. Jetzt kann man 0 Grad. 0 Grad ist so. Genau, in der Längsachse von der Welle. Ne? Also so. Genau. Weil man aber jetzt 0 Grad nicht sauber herstellen kann, also solche symmetrischen oder rotationssymmetrischen Bauteile werden immer mit dem Filament Winding hergestellt, kommen dann zum Beispiel da Winkeln von 15 Grad hin, damit man die auch sauber und konstant legen kann. Ah. So, und jetzt damit es sich fertigen lässt. Genau, damit man es fertigen kann. Und jetzt brauchen wir aber auch noch die gewisse Drehmomentkomponente, da brauche ich dann wieder einen anderen Winkel und da ist der 45 Grad Winkel dann ideal, um das Drehmoment abzufangen. Das heißt, du redest aber so drüber, als wenn es von der Theorie her für jede Anwendung auf jeden Fall eine Carbonwelle gibt, die funktioniert. Ja, du kannst dich so auslegen, wie du es brauchst. Das ist ja der Vorteil von Composite-Werkstoffen. Man kann die anisotropen Eigenschaften, also die richtungsabhängigen Eigenschaften, so einsetzen, wie man sie braucht. Deswegen ist Composite eigentlich der ideale Leichtbauwerkstoff, wenn es halt, sagen wir mal, nicht so teuer wäre. Mhm. Genau. Cool. Ja. Da
Dann hatten wir ein Problem, also das ist ein Problem, wir waren im Durchmesser beschränkt, weil ich wollte jetzt nicht den ganzen Tunnel zerflexen. Ja, ja. Das heißt, wir mussten bei diesem Durchmesser hier ungefähr bleiben. Ja, genau. So, das waren in dem Fall so 89 mm, die gehen da auf jeden Fall noch entspannt. Ja, ja, genau. Ich meine, man muss immer gucken, also man hat da auch gewisse Bewegungen, also man kann auch diesen Bauraum nicht komplett voll ausschöpfen, aber die drei wichtigsten Punkte, sagen wir, um die kritische Drehzahl zu berechnen, ist einmal die Länge. Die Länge ist extrem entscheidend, weil die in einem höheren Faktor in diese kritische Drehzahl eingeht. Mhm. Dann kann man das noch bestimmen durch den E-Modul. Den E-Modul bei CFK kann man, wie gesagt, so anpassen, wie man den braucht. Das ist der Vorteil von so einer CFK. Durch die Geometrie, wie es verlegt ist? So, wie ich die Fasern lege und wie oft ich diese Lagen lege. Und dann einmal noch die Geometrie, das bedeutet Durchmesser, Innendurchmesser. Darüber kann man dann die Drehzahlen einstellen. Also wenn ich jetzt eine Carbonkardanwelle entwickle, gehe ich davon aus, dass ich mir eine Stahlwelle berechne. Darüber kriege ich dann die Durchmesser raus, die ich bräuchte, sagen wir mal, um das abzubilden. Ich kriege die Drehzahlen raus und dann gibt es, sagen wir mal, da gehe ich jetzt aber nicht ganz so tief rein, da gibt es Materialgesetze für das CFK, wo du dir dann aus einer Stahlwelle eine äquivalente CFK-Welle berechnen kannst. Und so funktioniert das. Also man fängt mit einem Metall an und kommt dann auf den Composite. Jetzt habe ich berechnet, dass wir ungefähr bei 400, sollte ich mal 400 km/h fahren wollen, vielleicht, man weiß noch nicht, sind wir so ungefähr bei 13.500 Rim. Ja, genau. Was mir erstmal brutal viel vorkommt. Ich habe vorher nie Gedanken darüber gemacht. Weil wenn man sich überlegt, wenn er hier mit, weißt du, man denkt so, wie kann der Motor 8000 Drehungen im Motor mit Lagern und so weiter halten, dann macht das Ding hier so viel in dieser Gummilagerung. Ne? Genau, das ist es. Also man muss schon gucken, dass die kritischen Drehzahlen eingehalten werden, weil sonst kriegt man Schwingungen rein und dann irgendwann läuft die ganze Welle gegen eine Resonanz und schwingt sich so stark auf, dass die irgendwann alleine nur durch die Drehzahl einfach zerfetzen würde. Und das ist bei uns aber kein Problem. Das ist kein Problem, dafür habe ich die, sagen wir mal, die Welle ausgelegt. Wie ist da so die kritische Drehzahl? Also man geht, sagen wir mal, ich habe jetzt nicht mehr den Wert komplett im Kopf, aber ich habe eine kritische Drehzahl, habe ich ausgerechnet und dann muss man von dieser kritischen Drehzahl, dass man auch nicht in diesen Bereich kommt, nochmal einen gewissen Faktor drauf, also einen Sicherheitsfaktor draufrechnen. Da gibt es auch so faustmäßig, also nochmal 25% sollte es auf jeden Fall nochmal oben drüber sein und dann ist man, sagen wir mal, in einem safen Bereich. Safe. Kann ich bei 400 mal stehen lassen. Ich meine, das ist jetzt keine Rocket Science. Ne? Das können wir jetzt hier aber nicht simulieren. Ne? 14.000 Drehungen werden wir. Nee, ich glaube, das starte ich. Da müssen wir den Max ganz schön an der Kurbel rotieren lassen, um das hinzukriegen. Deswegen, das geht nicht, ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja. Und der andere Punkt ist, durch diese 4-11er Achsübersetzung plus die Untersetzung von dem Getriebe. Ich glaube, ich habe im ersten Gang in Summe 10, knapp 11:1 Untersetzung. Mhm. Das heißt, aus diesen 1500 Newtonmeter, die aus dem Getriebe kommen, werden dann halt eigentlich sogar 15.000. Ja, ja, genau. Also da muss man da auch immer aufpassen, wenn man, sagen wir mal, so Drehmomente auslegt. Wir haben ja Motor, wir haben das Motordrehmoment, wir haben die Übersetzung von Getriebe. Dann kommen natürlich durch den ganzen Antriebsstrang, da kommen natürlich gewisse Kräfte und Belastungen rein. Da gibt es dann auch wieder Faktoren, zum Beispiel gibt es ein Buch, das heißt Roll of Matic, da gibt es dann eine Tabelle, heißt hier Verbrennungsmotor, den und der Zustand. Okay, und da schlag jetzt nochmal den Faktor drauf und dann bist du in einem sicheren Bereich. Ne? Also das sind einfach Erfahrungswerte, die über Jahre gesammelt worden sind, nicht von mir. Das ist einfach Wissen, was ich aufgebaut habe. Und in meinem Fall, diese extreme fünfstellige Newtonmeter-Anzahl ist da auch kein Problem für so eine Welle. Deswegen kommen bei dir, also es ist schon, sagen wir mal, für das reine CFK ist es weniger das Problem, weil ich das besser auslegen kann. Ich hätte gedacht, das wäre so. Der Knackpunkt war hier, sagen wir mal, mehr der Flansch, der dann da reinkommt. Also, sagen wir mal, das Schwierige dabei ist auch, die Verbindung herzustellen zwischen dem Flansch und dem CFK. Also ich habe den jetzt. Also hier kommt noch eine spezielle Geometrie drauf, aber die kann ich nicht zeigen, deswegen habe ich es einfach, sagen wir mal, gerade gedruckt. Aber das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, sagen wir mal, auch die Kraft von da in die Welle reinzukriegen. Und weil du ja gesagt hast, sagen wir mal, dieses hohe Drehmoment, kritisch ist es dann, sagen wir mal, hier auch an der Verzahnung, dass die Verzahnung hält am Zahnfuß, da haben wir sehr hohe Spannungen. Da können wir dann wahrscheinlich ein Bild reinblenden, da werde ich dir noch eins schicken. Da sieht man mal so ein bisschen den Spannungsverlauf und da ist einfach hier in den Spitzen einfach extrem hohe Spannung. Und damit der Flansch, sagen wir mal, sich nicht plastisch verformt, nachdem du einmal da einen Kickstart gegeben hast, muss man dann auch Materialien einsetzen, die eine sehr hohe Festigkeit haben. Und da kommt zum Beispiel bei dir, habe ich im Einsatz 300M, das ist
Stahl für Formel 1 und DTM-Anwendungen. Da werden wir bestimmt hier noch das eine oder andere sehen. Im Keller. In der dritten Ebene, dann, wo das Materiallager ist. Ganz genau, ja. Das ist ein Insider, den werdet ihr noch im Laufe der nächsten Videos werdet ihr den irgendwann dann noch erfahren. Genau, also wir haben bei deiner Welle einfach schon Stähle, die eine extrem hohe, also es gibt keinen Stahl, der fast höherwertiger ist als das, weil man kann es mal vergleichen, also ein Baustahl, ne, S235JR ist zum Beispiel ein Wiesenstahl, der hat eine Streckgrenze von 235 Megapascal. Den Stahl, den du drin hast, der hat 1900 Megapascal. Mhm. Und sagen wir mal, um diese Oberflächenhärte auch noch mal ein bisschen zu kriegen, wurde dann noch vergütet. Das bedeutet, das ist ein Härteprozess, erhitzt, abgeschreckt und dann noch mal angelassen, um die Spannung rauszukriegen. Und dann kriegt man so einen Flansch und dann noch mal eine Prämierung drauf. Dann ist ein bisschen korrosionsbeständiger und dann wird es verbunden. Okay, das heißt, ich fasse zusammen. Als allererstes hast du die Welle ausgelegt. Genau. Da ist es jetzt nicht so, dass das jetzt einfach hier so die Standardware ist, die du einfach auf Länge schneidest, sondern genau. Auch die Welle ist schon hat ein bisschen Technik drin, so wie sie sein soll. Genau, also bei dir sind zwei unterschiedliche CFK-Fasern in der Welle drin, ne? Sagen wir mal, um die Steifigkeiten und Festigkeiten hinzubekommen, deswegen wieder der Vorteil von CFK oder von Composite, weil man unterschiedliche Materialien miteinander verbinden kann, um das Optimale rauszukriegen. Dafür habe ich Zugproben. Also jetzt, das ist halt von meinem Repertoire, da habe ich in meiner Uni-Zeit angefangen, Zugproben gemacht, sagen wir mal, um die Steifigkeiten und Festigkeiten von so einem CFK zu ermitteln. Das ist hier über Dehnungsmessstreifen gemacht, also wenn ich hier dran ziehe, dann gibt es hier eine Widerstandsänderung und darüber kann man sich halt die Längen ändern. Und das ist jetzt schon die Kombination aus zwei verschiedenen Fasern? Nee. Also das ist jetzt eine und dann kann ich in meinem Programm, sagen wir mal, ich habe mir selber ein Skript geschrieben, wo man dann, sagen wir mal, diese Umwandlung der Stahlwelle in eine CFK-Welle abbilden kann über die verschiedenen Fasern. Da laufen dann halt diese ganzen Materialeigenschaften mit ein, die ich dann halt brauche von diesen zwei Werkstoffen. Okay. Das ist ein Stück von der Welle? Nee, das war jetzt noch ein Stück, sagen wir mal, was ich... Sieht ein bisschen aus dem Silikonschlauch, ne? Ich wollte ihn gerade schon zusammendrücken, aber da ist nicht viel mit drücken hier, ne? Wird schwierig, ja. Dann ist der nächste Punkt dieser Flansch. Da ist es ja noch so ein bisschen... Wir wissen jetzt, dass der Flansch hält, das ist aber natürlich noch keine Garantie, dass das Gelenk, was hier sitzt, hält. Ja. So. Das heißt, das kann nochmal eine Baustelle werden, aber dieser Flansch, sagst du, ist für das Drehmoment auf jeden Fall ausgelegt. Der ist ausgelegt, da haben wir genug Sicherheit für deine Anwendung drin. Also. Ja, genau. Sonst muss man natürlich dann nämlich noch anfangen im nächsten Schritt das Gegenstück von dem Flansch hier drin. So wird es bei Antriebswellen häufig gemacht. Den Stern da drin, wo die Kugeln drin laufen, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Material auch wieder fertigen. Ja, genau, die werden dann wahrscheinlich auch Schmiedewerkzeuge oder irgendein Schmiedeteil und dann nochmal nachbearbeiten, sagen wir mal, damit man so wenig Materialfehlstellen in dem Gefüge hat. Genau. Okay, das heißt, das ist dann, was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Drehteil und die Verzahnung wird gerollt, gestanzt, geschabt? Genau, ja, also man kann man unterschiedlich herstellen, sagen wir mal, wenn man das Werkzeug dafür hat. Also ich habe ja von deiner Originalwelle das Gelenk abgebaut, habe mir die Verzahnung messen lassen von der Firma DIM. Die hat mir das Ganze zurückgeführt und es gibt Werkzeuge, damit kann man dann direkt drauf fräsen. Also es gibt Fräswerkzeuge, damit man das machen kann. Man kann es abzeilen, man kann es stoßen. Also da gibt es unterschiedliche zersparende oder auch verfestigende Verfahren. Ne? Weil wenn ich das, sagen wir mal, irgendwie draufrolle oder so, dann kriegt man da eine Kalkverfestigung rein und einen stabileren Zahn. Sagen wir mal. Genau. Wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen angucken, also angefangen hat es, sagen wir mal, bei mir während der Formel der Studienzeit mit so Antriebswellen. Du wolltest eine leichte Hantel bauen eigentlich. Ich wollte eine leichte Hantel bauen, genau. Ja, genau, das sind so Torsionsprüfstandadapter für die Hydraulik, für den Hydraulikprüfstand. Damit hat es dann angefangen mit einer reinen Verklebung, also die reine Verklebung, also die Welle ist mal bei 950 Newtonmeter gebrochen. Die Klebung, die kann weit mehr und das ist, also... Das war schon sehr gut. Also und da ist ja auch viel, viel weniger Fläche, als wenn man jetzt das Ding von der Verklebung anguckt. Ja, genau, der Durchmesser geht im Quadrat ein. Also Durchmesser ist da schon entscheidend. Also angefangen auch nach den Materialproben, die ich hier gemacht habe, geguckt, welche Klebstoffe kann ich noch verwenden. Ne? Bis hin dann, sagen wir mal, zur Teilkomponentenprüfung, wo ich hier auf dem Torsionsprüfstand war und habe die Welle zerfetzt. Das war, sagen wir mal, ist noch ein kleinerer Durchmesser, der ist bei 5000 Newtonmeter zerfetzt. Du kannst mal probieren, sagen wir mal, selbst eine gebrochene Welle noch irgendwie zu verdrehen, wenn du...
Ne? Gefühlt ist es ja auch so, dass sie sich in dem Moment zusammenziehen würde, vom Gewebe her eigentlich auch wieder so liegen. Genau. Und auch was... Läuft die jetzt noch einigermaßen runter oder würde die jetzt so schon... Boah, die wird dann schon anfangen zu schlackern, aber du wirst schon merken, dann kannst du schon ausstellen. Ne? Also das ist schon... Das heißt, es gibt bei solchen Wellen auch immer die Chance, dass sie nicht gleich komplett auseinanderfliegt, sondern das ist schon erstmal so... Aber die könntest du dann nicht mehr verwenden. Nee, das ist klar, aber die reißt nicht gleich komplett auseinander. Was hier auch ganz, sagen wir mal, ganz interessant ist, aber das sieht man auch hier bei der Welle, ist, dass die Welle unter 45 Grad gebrochen ist, also in Faserrichtung. Das bedeutet, die Fasern wurden völlig ausgenutzt in ihrer... Weil sie einfach durchgerissen sind. Genau, in ihrer Festigkeit. Und so eine, sagen wir mal, so eine, zum Beispiel, da ist jetzt eine T700-Faser drin, bei dir auch. Also es ist eine, sagen wir mal, eine höher festigere Faser. Die hat dann eine Festigkeit von 2700 Megapascal. Wenn diese Energie frei wird, dann gibt es auch einen ordentlichen Schlag. Ne? Also das ist... Da wird Energie frei. Zu Willi angesagt. Das merkt man dann. Genau. Was man hier auch noch eigentlich ganz gut sieht, ich habe das Ding auch mal zerschnitten und in der Hälfte, sagen wir mal, noch mal ein bisschen aufgeteilt, ist dann halt, sagen wir mal, wie so eine Verbindung aussieht. Diese Verbindung, die hat sich rentiert, die ist gut zu fertigen. Man kann die konstant fertigen, das ist auch ein Faktor. Und hier habe ich dann auch noch mal ein bisschen mit Klebstoffen gespielt, wenn man sieht, der Kleber ist hier noch ein bisschen verlaufen. Da habe ich noch mal einen Kleber zum Beispiel genommen, der ein bisschen dicker ist, damit der nicht so weiter verläuft. Und das Ganze ist gepresst und geklebt. Ist das irgendein Spezialkleber? Ja. Cool. Und warum, also ist die Passung hier zwischen so oder wird das auch richtig reingepresst schon? Oder ist das Geheimnis? Hab ich ja gesagt. Also es wird gepresst. Ich will nicht das Übermaß sagen, weil das habe ich auch. Ich habe bei mir immer Folgendes, ich denke immer, wenn etwas nicht passt und gepresst wird, ich denke, drückt sich der Kleber sofort weg. Ich hätte immer gedacht, dass da gar kein Kleber zwischen ist, aber das klebt dann umso besser, wenn das so gepresst wird. Ja, also man braucht schon für einen Kleber, damit der trägt, braucht man schon einen Klebespalt. Das ist schon richtig. Ich verwende den Kleber aber nicht nur, weil ich irgendwas verkleben will, sondern einmal, um die Reibung zu minimieren während dem Pressen. Korrosionsschutz, also Thema CFK, ganz groß, ist Kontaktkorrosion, weil das chemische Potenzial zwischen zum Beispiel Alu und CFK ist so hoch, dass das direkt korrodieren würde. Deswegen, also ist Reibungsminimierung, Kontaktkorrosion und sagen wir mal von meiner Geometrie, um die zu versiegeln und so weiter. Also von der Theorie her würde es fast ohne den Kleber auch schon gehen, nur durch die Pressung. Ja, genau, aber den braucht man noch für ein paar andere Gründe, die ich gerade eben genannt habe. Okay, geil. Genau. Also es ist auf jeden Fall schon deutlich mehr Technik hinter, als wenn man jetzt auf so eine Welle guckt. Ja. Und vor allen Dingen auch gerade die Vorarbeit, die Auslegung, das Berechnen. Ja, genau. Und meistens ist es tatsächlich so das, was du dir dann so überlegst, plus der Computer funktioniert auch. Ja, genau. Also deswegen, also wo ich hier zum Beispiel auf dem Prüfstand war. Bei uns ist es meistens immer andersrum, wir bauen einfach. Ja. ohne viel zu experimentieren vorher und merken dann halt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Deswegen dauert es ja auch lange. Also ich habe das angefangen im Studium und es zieht sich halt, weil ich mir erst mal während dem Studium halt habe ich ja keinen kompletten Gehalt gehabt. Also ich muss mir das erstmal finanzieren. Ja, ja. Und so Prototypen, das kostet. Also allein der Prototyp, der ist schon im mittleren, vierstelligen Bereich gewesen. Ja. Ne? Und das ist dann nur einer. Und davon brauchst du noch das. Dann musst du, sagen wir mal, auch einen richtigen Komponententest machen, wo man, sagen wir mal, auch Temperaturen misst. Weil man muss auch den richtigen Matrixwerkstoff, also den Kunststoff, der die CFK-Faser bindet, den muss man auch richtig wählen, weil sonst wird es ja... Sag mal, du ballerst jetzt mit deinem Auto und dann stellst du den direkt ab. Und dann staut sich da die Wärme an, die Welle wird weich, verzieht sich und so weiter. Das muss man auch richtig auswählen. Deswegen, da muss man auch noch so einen Test machen. Also, da ist so viel extrem dahinter. Aber was halt cool ist, dass du halt das Ganze, deswegen war es halt in meinem Fall auch so wichtig, halt als Anfertigung anbietest. Ja. Weil bei mir war es halt einfach durch das kürzere gefräste Diff, ist die Welle jetzt halt einfach zu kurz und es musste halt einfach länger her. Ne? Ja. Und da wird es garantiert bestimmt in Deutschland noch einige geben, denke ich mal, oder weltweit, die genau vor diesem Problem stehen. Ja. Und dann gibt es natürlich immer die Schnipp-Schnapp-Variante und verlängern. Aber also ich habe schon immer Bauchschmerzen mitgehabt, weil wenn so eine Welle mal kaputt geht, machst du halt richtig was kaputt. Ne? So, es kann natürlich nur die Variante sein, dass es ein bisschen unwuchtig wird und man es rechtzeitig merkt. Ja. Aber vor allem, ich glaube, auch wenn so eine Welle bei 300 mal kaputt geht, ist das ja nicht so Kupplung treten und es hört auf zu drehen. Das dreht ja so lange, bis man stehen bleibt halt. Ne? Und das ist ganz schön lange. Und dann kann dein Mitteltunnel schon ziemlich in Leidenschaft gezogen werden. Genau. Okay. Gut. Wollen wir ein bisschen an der Kurbel drehen und mal gucken, Spannendes passiert. Ich habe sie selber live auch noch gar nicht gesehen. Ja, okay, dann guck dir mal das gute Stück an. Was sagst du zu den Gelenken?
Das ist weil die gibt es einzeln bei VW Audi gar nicht zu kaufen. Ja. In dem Fall gibt es die Aftermarket Amerika zu kaufen. Ja. War jetzt erstmal so die genommen, wenn ihr jetzt gesagt hättet, sie sind scheiße, brauchen lieber Originale. Ja, also die waren gut verarbeitet, die haben direkt auf die Verzahnung gepasst. Also die hat eine gute Qualität. Von daher, also da sehe ich kein Problem mit den Gelenken, auch mit deiner Last. Was man jetzt hier zum Beispiel auch. Krass, die Welle sieht hier auch gleich nochmal anders aus, ne? Ja, ja. Was man da jetzt zum Beispiel auch nochmal anders sieht. Fässt sich an wie eine Blechwelle fast. Ja, ja. Zum Beispiel nochmal der Unterschied zum Beispiel zu der Welle. Also wenn man jetzt mal hier direkt drauf guckt, ich habe nochmal den Lagenaufbau ein bisschen angepasst. Und zwar, ich habe zum Beispiel hier in so einer Standardwelle hatte ich oft nochmal hier drüber eine 85-Grad-Lage wegen meinem Verpressen. Jetzt habe ich den Fällungsprozess mit meinem Partner nochmal ein bisschen angepasst und sagen wir mal wirklich, also das ist jetzt wirklich, mehr Leichtbau geht dann irgendwann nicht mehr, weil ich nur in den Bereichen, wo die Verpressung drin ist, habe ich die 85 Grad Lagen, weil das Material will ja nach außen oder das presst ja nach außen, aber das muss ja auch halten, deswegen brauche ich Fasern, die das zusammendrücken. Ich brauche Fasern, das sieht man jetzt hier, die 15 Grad, ne, um die Biegesteifigkeit hinzukriegen, aber auch, was auch ganz wichtig ist, sind die 45 Grad Lagen, damit ich auch deinen Drehmoment überhaupt erst übertragen kann. Ne? Und das ist deswegen, also das ist schon, da ist dann schon... Sieht auf jeden Fall ultra geil aus. Dankeschön, Dankeschön. Passt zum Auto. Ja, auf jeden Fall. Also passt so zum Tipp und dem Rest, weil es sieht irgendwie, weiß ich nicht, also ist, kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja. Ja. Weil, also es sieht halt einfach so seriennah fast aus, ne? Es sieht so ein bisschen so aus, als wenn wir jetzt irgendwo aus der Serie eine Welle genommen haben, die halt da so, ach passt, runterschmeißen. Und reingeworfen, ja. Deswegen, also ich bin auch echt gespannt. Also es wird echt cool mit der Welle da drin. Also du hast gar keine Bauchschmerzen, dass sie kaputt gehen könnte. Nö. Also ich habe mein Bestes gegeben, mir alles angeguckt, was ich mir angucken kann. Never say never, ne? Ja. Aber das ist schon wirklich alles ingeniert, was ich überhaupt ingenieren kann. Deswegen weiß ich nicht, was soll man machen. Hätte es was gebracht, wenn man sie zum Beispiel noch dicker macht, die Wandstärke? Oder muss man, wenn er im Außendurchmesser größer ist, im Innendurchmesser? Die Dicke, die kommt, spielt auch wieder in diese Biegesteifigkeit mit ein, aber es wäre schon besser, wenn man es ja einfach, also mehr Effektivität hätte man über einen größeren Durchmesser gemacht, aber das hat man in dem Fall dann halt nicht mehr gebraucht. Mats? Wir haben hier unseren Aufbau. Die Kartenwelle ist zwischen diesen zwei Aufnahmen montiert. Wir haben hinten unseren Winkelmesser. Wir messen heute bis 4 Grad. Und hier unten haben wir unseren Kraftaufnehmer. Und genau, hier über die Gewindestange leiten wir die Kraft ein. Echt 4 Grad für das Ding verdreht sein? 4 Grad. 4 Grad, genau. Guck mal, das sind 6 Schrauben. 90 durch 6 sind 15. Das heißt, hier zwischen wären 15 Grad. Ne? Das heißt, 4 Grad ist schon... So eine Schraubenbreite verdreht ist ja schon, ne? Schon ganz ordentlich. Aber das Ding ist, man wird wahrscheinlich relativ wenig jetzt sehen. Also diese vier, also über diese Länge, das gibt ein bisschen nach. Ne? Also das, man denkt, das wäre jetzt gleich wunderbar, wie spannend das wäre, aber man zieht relativ wenig, aber es ist trotzdem und wertvoll. Und dass dabei jetzt keine Drehzahl ist, ist aber egal. Ja, genau. Also das ist ja jetzt wirklich, sagen wir mal, rein um die Torsionssteifigkeit zu messen. Das ist dann nochmal was anderes wie die Biegesteifigkeit. Also da muss man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Eine vergleichbare Stahlwelle, wie weit verdreht die sich so? Auch 4 also, Grad? Oder was ist da normal? Genau, also wir testen da auch nochmal die Originale. Also die verdrehen ja auch auf 4 Grad, damit man, sagen wir mal, das Diagramm gleichmäßig präsentieren kann. Und dann werden wir mal sehen, was der Unterschied zwischen der Stahlwelle ist und der CFK-Welle. Wofür nutzt ihr das hier normalerweise bei euch im Job? Wirklich auch Antriebswellen, Kardanwellen? Ja. Wird auch alles gecheckt hier, also das wird auch alles verdreht für Langstrecke, gucken, ob das auch passt und funktioniert. Genau, wir haben sehr viel noch zur damaligen DTM gemacht, alle Kardanwellen und für den GT3 auch den TorqueTube. Mhm. Genau. Ach stimmt, die kann man natürlich, also TorqueTube ist quasi Verbindung Motor zu Getriebe, Transaxle, genau. Wo logischerweise das ganze Drehmoment von dem Motor rüber geht. An den spannt man hier dann auch sogar auf und verdreht den auch. Ja, kann man machen. Okay. Ja. Gut, legen wir los. Okay, das heißt, mit dem Hebel da hinten richten wir die Kraft ein, leiten wir die Kraft ein und hier rüber messen wir einfach nur die Kraft. Darüber können wir das Drehmoment bestimmen und so wie der Max vorhin gesagt hat, da haben wir den Drehwinkel und dann können wir uns die beiden Sachen ausgeben, Achsel einmal aufplotten und dann hat man die zwei Diagramme. Geil. Ja. Gut. Ja. Also. Viel länger hätte so ein Bike nicht sein dürfen für den Tisch, ne? Bei den längeren Tisch wahrscheinlich. Junge, ihr habt doch auch eine Stahlplatte hier. Ja, ist schon ordentlich, ne? Ja. Bleibt stabil. Ja.
Also wie Max schon gesagt hat, wir verdrehen jetzt einfach mal auf 4 Grad und gucken uns dann im Endeffekt die Torsionssteifigkeit an. Und genau. Man sieht zum Beispiel im unteren rechten Feld ist so die Torsionssteifigkeit schon direkt berechnet. Eins oben drüber, also da wo Torsionsmoment steht, sehen wir dann das Drehmoment, was zum entsprechenden Winkel dann, sagen wir mal, gemessen wird. So, also jetzt haben wir zum Beispiel bei 4 Grad haben wir ein Drehmoment von 930 Newtonmeter drauf. Mhm. Ne? Und jetzt sehen wir gleich später, wenn wir die Stahlwelle machen, was die eigentlich bei 4 Grad Winkel überträgt. Genau. Jetzt drehen wir eigentlich wieder zurück. Ich meine, das war's schon vom Test. Also nicht viel, ne? Aber ja. Das heißt, wenn hier dann später im Betrieb, ich sag jetzt mal, 5000 Newtonmeter durchgehen, dann dreht die sich. Nein, das ist ja so, das ist ja hier fest eingespannt. Du hast ja drehende Teile, also das wird sich gar nicht in real so. Man kommt gar nicht so weit erst, ne? Nein. Okay. Das ist ja wirklich, wir haben hier. Das ist jetzt der Hardcore-Fall. Ja, genau, das ist der Hardcore-Fall, fest eingespannt, wenn du drauf trittst und einer wird festheben. Ne? Okay, also wir halten fest, das waren jetzt gerade 4 Grad. Bei 930 Newtonmeter. Im Hardcore-Fall eine Seite fest. Ja, genau. Man muss es ja irgendwo abbilden, also man braucht Randbedingungen, also auch in der Simulation muss ja irgendwas, weil wenn du beides lose hast, dann wird sich das ja unendlich drehen, wenn ich hier einen Drehmoment drauf gebe. Mhm. Also du brauchst für die Berechnung brauchst du eine Randbedingung, einen Fixpunkt, damit du eine Last auch einleiten kannst, damit du auch Spannungen kriegst. Und 900 Newtonmeter auf der Welle wären jetzt ja schon 4000 Newtonmeter an den Rädern links, rechts. Also da wäre dann ja schon ganz gut. Ja, Saft hinter, ne? Ja, deswegen. Also. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir einmal um, das spannende Ding. Ja. Gut. Eine Sache will ich noch zeigen, man hat immer Angst vor Schrauben und so weiter, ne? Oh, hier wird das einfach mit 3 Schrauben gemacht. Wir haben es jetzt einfach mal mit 3 festgemacht. Ne? Ein bisschen einfacher, da hat mein Bobbel vielleicht nicht ganz gepasst. Nein, weil einige immer Angst bei Schrauben haben, dass die reißen ab und so weiter, ne? Aber ich sage auch immer, wenn die Fläche passt, was soll da das abweichen? Das sind also auch hochfeste Schrauben, das ist ja auch das, was ich dir dann gesagt habe. Also dann nehmen wir irgendwie 10.9 oder sowas, Drehmoment drauf und dann ist das auch eine feine Sache. Also wir nehmen später im Fahrzeug nehmen wir schon 6 Schrauben, ne? Aber achso, ihr Thema Gewicht noch, das können wir gleich machen. Wir nehmen die jetzt mal runter und dann können wir endlich mal. Genau, dann machen wir mal den Gewichtsvergleich. Ne? Was man natürlich dazu sagen muss, diese Welle ist auch länger. Ne? Also das muss man deutlich immer unter. Genau. Das waren, was waren es jetzt, 40 cm länger? So in dem Dreh. Ja, deswegen. Was also in Summe, die ist, sagen wir, 1,60, die ist 1,20. Wir können ja einfach mal. Also das ist schon ein Drittel mehr. Ja, also das ist schon ein kleines Ding dagegen. Ne? Mhm. Also wenn man das mal da dazulegt, also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Länge, die spielt in der kritischen Drehzahl eine extrem große Rolle, weil die halt in einem höheren Faktor eingeht. Das bedeutet, umso länger meine Welle ist, umso mehr Material, in Anführungszeichen, brauche ich, damit die auch biegesteif bleibt bei Drehzahlen. Punkt, wir haben die ganze Zeit nur über stabil geredet, ne? Mhm. Und eigentlich noch gar nicht so über das Thema Gewicht, ne? Weil eigentlich steht ja eigentlich schon bei mir das Gewicht im Vordergrund, ne? Also man merkt schon, es ist Gewicht, auch so, wenn man es in der Hand hat, dass das schon jetzt nicht so Butterkaramell ist. Ne? Ja, deswegen, also ich habe schon geguckt, dass das massiv ist. Also mit der Originalwelle, welche wie gesagt ein Drittel kürzer ist, gehen wir mit 10,2 Kilo ins Rennen. So, ja. Mhm. 7,8. 6 Kilo war rein nur die Welle, ne? 6 Kilo, ja, genau, rein in, oder ne, ein bisschen weniger. Oder mit Flanschen? Mit Flanschen waren es so um die 5 Kilo oder sowas und dann nochmal halt hier nochmal um 1, irgendwas Kilo von den Gelenken, ne? Was man aber jetzt sagen muss, ne, jetzt haben wir in etwa 3 Kilo Differenz, oder sagen wir mal 2 Kilo Differenz zwischen Stahlwelle und CFK-Welle, aber wir haben hier eine längere Länge, wir haben mehr Drehmoment, was wir übertragen können, wir sind hoffentlich, wenn wir das dann gleich einblenden, doppelt so steif wie die Stahlwelle. Man kann es nicht ganz vergleichen. Genau, also man müsste jetzt ja Folgendes machen. 1,20 Meter, 1,60 Meter, hier ein Drittel drauf, 10,2 Kilo, Drittel oben drauf, sind wir schon bei 14 Kilo. Ja. So, und 14 Kilo zu 8 Kilo ist halt dann doch schon ein Unterschied. Ne? Genau. Muss man einfach so sagen. Ne? Ja.
Deswegen. Nee, also ich bin happy. Also ich wäre auch wirklich nicht böse drum, wenn es das gleiche Gewicht ist. Ja. So, und sie halt hält und stabil ausgelegt ist. Dass sie jetzt natürlich noch 2,5 Kilo leichter ist, ist natürlich Jackpot. Ne? Ja, deswegen, da ist viel Herzblut reingeflossen. Deswegen, also ich habe geguckt, dass es, sagen wir mal, deinem Auto und dem Projekt, was du verfolgst, auch gerecht wird. Ein Punkt eben gerade, die 4 Grad Verdrehung. Ja. Wenn wir da zum Beispiel einen Strich oder so drauf gemacht hätten, meinst du, die hätte man schon gesehen? Genau, ich habe minimal. Ich habe mal hier, wo ich auf dem Hydraulikprüfstand war, habe ich das schon drauf gemacht, aber es ist schon schwierig zu sehen. Zu sehen, okay. Das ist, aber man hätte schon über die ganze Länge gesehen, dass sie nicht gleichmäßig ja, über die... Ja, wenn man es ganz über die ganze Länge, hätte man es schon ein bisschen sehen können. Mhm. Ne? Ich blende ein Video oder ihr blendet ein Video ein, wo ich auf dem Torsionsstand bin, dann sieht man mal, wie die dann zerfetzt und wie die snappt. Weiter geht's mit der. Dann machen wir weiter mit dem Experiment. Genau. Also nochmal für die, nochmal zum Erinnern, wir waren bei 4 Grad 900 Newtonmeter. 930. 930. Genau. Ja. So, und jetzt sehen wir. Jetzt haben wir da ungefähr eine Steifigkeit von 120 und bei der anderen hatten wir 230 von der Torsionssteifigkeit. Also wir haben das Doppelte an Torsionssteifigkeit. Wir haben eine leichtere Welle, die auch mehr Drehmoment ab kann. Also ich würde mal sagen, eigentlich alles richtig gemacht. Alles gut gemacht. Die dazu noch deutlich länger ist. Ja, genau. Was denkst du, wie weit bei beiden Wellen hier so der elastische Bereich war? Also wie weit könnte man das Spielchen treiben, bis die halt... Bei dem einfach so lang, wie die Streckgrenze von dem Stahl halt ist. Ich weiß aber nicht genau, was die für einen Stahl hier verwendet haben. Beim CFK, da sind wir eh nur im linear-elastischen Bereich. Also da haben wir keine plastische Verformung, weil sonst irgendwas vorher aufgeben würde. Ja. Okay. Genau. Great. Gut. Das heißt, die ist jetzt fertig, die kann ich mitnehmen? Die kannst du mitnehmen, die ist jetzt approved. Wir haben alles gemessen, was wir messen wollen und dann, ja. Ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt die Kardanwelle, fahre mit dem Grinsen nach Hause. Wobei, nee, wir fahren noch nicht nach Hause. Ihr dürft euch auf jeden Fall noch ein paar Videos hier freuen. Deswegen auch vielen, vielen Dank, David, an dich. Gerne. Für den Versuchsausbau und auch nochmal an die Firma HWA, dass wir hier das testen durften. Lieben Gruß an Gordi nochmal. Den werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos noch sehen. Ja. Und dann sehen wir uns vielleicht mal bei irgendeinem Event. Genau, dann machen wir es. Gucken wir mal an. Ich werde die mal reinchecken und ja, dann macht das Spaß. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.